So, ihr Vögelchen, da wir bei der letzten Razzia ein leeres Haus vorgefunden haben, will ich ab jetzt das Briefing kurz vor dem Ziel und nicht mehr auf der Wache stattfinden lassen. Wir haben den sicheren Hinweis erhalten, dass im Keller des China-Restaurants Ling Dai ein Treffpunkt der lokalen Ökoterroristen-Szene existiert. Sollte es uns gelingen, dieses auszuheben, regnet es dicke Prämien von Global Sandstorm. Dann kann ich dem einen oder anderen auch mal Urlaub gewähren. Wow! Na dann, noch ein paar Minuten, bis wir da sind. Moment mal. Wie gehen wir vor? Wer macht was? Ach, gibt es ein Problem, Saida? Das soll eine einfache Festnahmeaktion werden. Nicht dein Ernst. Wir sind da. Aussteigen, bitte. Eine Kameradrohne? Frau Kommissarin, gehört die Drohne über den Bus zu uns? Die ist von Kanal Kairo. Die verfolgen unseren Einsatzbus in der Hoffnung auf eine Exklusivstory. Da können wir nichts gegen machen. Abschießen? Wir sind hier nicht bei Lone Star, Mädchen. Lass das. Etwas Publicity wird uns schon nicht schaden. Alles klar, Kinders. Diese Terroristen sind mit Sicherheit bewaffnet. Also seid darauf gefasst. Rein und durchsuchen. Annyeonghaseyo. 조심하세요. Wo ist der Eingang zum Untergeschoss? 으세, 운타게서스. Wenn du nicht gleich redest, lasse ich alles von den Wänden reißen. 그래, 알았어. 저쪽에서. Geht doch. Kalle, Saida und Rai bleiben hier. Der Rest kommt mit mir runter. Solltet ihr nicht auch mit runter? Kümmer dich um deinen eigenen Dreck. Sollen wir was bestellen? Die armen Gäste. Werte Restaurantbesucher, ich möchte Sie bitten, ruhig aufzustehen und geordnet das Restaurant zu verlassen. Ihr da, stehen geblieben! Und du? Du denkst wohl, du kannst mich für dumm verkaufen. Da unten ist nur dein dreckiges Küchenlager. Reiß die Deko von den Wänden! Dreht jede Bank um. Wo ist dieser verdammte Unterschlupf? Wir suchen jetzt schon seit einer Viertelstunde. Hier ist nichts. Verdammt. Alles klar. Nehmt die Leute hier fest. Wir fahren zurück. Tante, wir können doch nicht einfach diese Leute hier mitnehmen. Das können wir sehr wohl. Was wir nicht können, ist vor die Kamera da draußen treten, ohne irgendwelche sichtbaren Erfolge. Man würde sich überall über mich lustig machen.